So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt euch entspannen. Heute machen wir so, wie man so schön sagt, Neudeutsch Basics, ne? So Grundlagen im Glauben. Was ganz Einfaches, Solides. Ich glaube, wir haben letztes Jahr durch die Konferenz, durch die Gastreden und so weiter so viel gehört, so viel zu verdauen und dann ab und zu mal sich wieder auf das Grundlegende besinnen und durchatmen. Das dürft ihr heute. Amen. Eine ganz bekannte Bibelstelle. Ui, das ist aber nicht mein. Da ist er jetzt. 2. Korinther 5, Vers 17. Ich war das auf jeden Fall nicht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Den Vers zitieren wir liebend gerne, wenn wir nicht an unser Versagen und an die Fehler der Vergangenheit erinnert werden wollen. Stimmt? Und wenn der Teufel uns erinnert, was wir früher schon alles falsch gemacht haben, dann zitieren wir den Vers sehr schnell und sagen, das Alte ist vorbei, es ist alles neu. Das stimmt auch. Aber unsere Glanzleistungen der Vergangenheit sind auch vorbei. Oder? Das, was wir geleistet haben, das wir so toll gemacht haben, worauf wir manchmal so stolz sind, auch das ist vorbei. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Kriegen wir es noch hin? Müsste an sein, oder? Ja. Jetzt war ich zu schnell. So, jetzt. Wann sprechen wir von einer neuen Art oder von einer neuen Kreatur? Weißt du, ich habe mal so ein Beispiel gebracht, in Kiew glaube ich was. Du kannst deine Katze dazu erziehen, mit viel Mühe, dass sie sich für dein Essen bedankt. Vielleicht schaffst du es. Wird schwierig, vielleicht kriegst du es hin. Du kannst sie dazu erziehen, dass sie sich einigermaßen gut benimmt. Aber im Endeffekt bleibt es eine Katze. Oder? Egal, was du ihr antrainierst, sie bleibt eine Katze. Sollte die Katze plötzlich aus dem Fenster springen und fliegen können, dann ist es eine neue Kreatur. Oder? Wenn etwas geschieht, was eine Katze normalerweise nicht kann, dann spricht man von neuen Kreatur. In der Biologie spricht man ganz interessanterweise von einer neuen Art oder einer neuen Kreatur dann, wenn zwei Arten sich nicht miteinander vermehren können. Dann sind es zwei Arten. Zum Beispiel ein faszinierendes Beispiel aus der Natur. Man kann Pferde und Esel kreuzen. Dann gibt es Maultier oder Maulesel, je nachdem wie die Paarung ist. Aber die Maulesel oder Maultiere selber können sich nicht fortpflanzen. Es geht nicht. Noch nicht gewusst? Nicht nachlesen. Heute lernt ihr was aus Bio, ne? Also, von einer neuen Art spricht man, wenn etwas da ist, was es früher nicht gab, was es komplett unterscheidet von allen anderen. Es ist also etwas komplett Neues. Dann spricht man von einer neuen Art oder von einer neuen Kreatur. Paulus gebraucht diesen Begriff hier sehr bewusst. Er sagt das nicht, weil es schön klingt, sondern er sagt wirklich, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Kreatur. Wir sind etwas, was es vorher nicht gab. Wir sind anders. Amen. Soweit könnt ihr folgen. Wer getauft ist, kann sich in Vers erinnern, dann sind wir mit Christus gestorben. Ein Toter hat keine Rechte mehr. Ein Toter hat auch kein Vermögen mehr. Das haben sich die Erben gekrallt. Oder? Ein Toter hat auch kein Wahlrecht mehr. Also, solange er noch lebt, geht trotzdem nächste Woche wählen. Also, ich rede nur als Beispiel, nur zum Bewusstmachen. Wenn etwas Altes vorbei ist, dann kann ich nicht immer darauf zurückgreifen, wann ich will, wenn es mir gerade passt. Und wenn ich es nicht will, dann nehme ich alles vorbei. Nach dem Motto, wenn es mir gut tut, dann behalte ich es. Wenn es mir nicht gut geht, dann berufe ich mich darauf, dass das Alter vorbei ist. So funktioniert das nicht. Paulus sagt, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Kreatur. Und wenn wir eine neue Kreatur sind, ist das Alter vorbei. Mit allem drum und dran.
Mit allen Konsequenzen, aber auch mit allem Segen. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 16. In Bezug auf dieses sich vermehren können. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Und wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Götzen? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hatte, ich werde unter ihnen wohnen oder in ihnen wohnen und unter ihnen sein. Ich bin dann ihr Gott und sie sind mein Volk. Das ist die neue Kreatur, von der Gott spricht. Wir sind anders. Es verträgt sich einfach nicht mehr. Nun, das heißt jetzt nicht, dass du dich von allen Ungläubigen trennen musst. Die Bibel sagt uns auch ganz klar, da wo ein Gläubiger ist, dann ist der andere durch ihn geheiligt. Aber wisst ihr, es bleibt trotzdem die Trennung da. Ein Gläubiger, wenn er handelt, bringt er ewige Frucht. Ein Ungläubiger wird immer nur zeitliche Frucht bringen. Die wird vergehen. Du kannst es nicht vermischen. Es gibt keine Grauzone zwischen Himmel und Hölle. Die gibt es nicht. Das Alte ist vorbei. Amen. Lass uns mal zwei andere Übersetzungen anschauen. Der Vers 17. Es ist neue evangelistische Übersetzung. Heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und noch ein anderer sagt nochmal, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Was immer du warst, was immer du von dir dachtest, ist vorbei. Wenn dir alle gesagt haben, dass du ein Versager bist, dass du nichts taugst, es ist vorbei. Wenn dir alle gesagt haben, du bist der Größte, ist auch vorbei. Du bist so genial, du bist so klug. Vergiss es ist vorbei. Paulus ging zu weit zu sagen, ich habe um Christi willen alles für Dreck geachtet. Alles. Weil er erkannte, dass er in Christus etwas Neues ist. Etwas Einzigartiges. Etwas vorher nie Dagewesenes. Wir kommen gleich dazu, was es ist. Könnt ihr euch erinnern an 1. Mose 2, Vers 7? Die Schöpfungsgeschichte. Und Gott machte den Menschen aus Staub und Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Oder Luther übersetzt hat, und so wurde er zu einer lebendigen Seele. Etwas, das es vorher nicht gab. Stimmt soweit. Gott schuf einen Menschen, sagt nach unserem Ebenbild, bläst den Odem hinein und er wird zu einer lebendigen Seele, einzigartig auf der Welt. Was passiert, wenn wir wiedergeboren werden? Jesus sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht aus Geist wiedergeboren ist, dann kann er das Himmelreich nicht sehen. Was passiert bei der Wiedergeburt? Der Geist Gottes kommt in uns hinein und wir werden zu Kindern Gottes. Von dem, was Paulus spricht, zu einer neuen Kreatur. Während bei dem alten Menschen der Odem Gottes hineinkam, heißt es hier plötzlich, Gott selbst kommt durch seinen Geist in uns hinein. Das heißt, in uns Menschen mit allen Fehlern und Versagen zieht plötzlich Gott ein. Dann bist du nicht nur einfach Mensch, sondern du bist plötzlich ein Mensch, der Gott in sich hat. Amen. Und wenn du Gott in dir hast, spielt es keine Rolle, was du gut kannst, das wird eh nie genügen. Und das, was du schlecht kannst, spielt auch keine Rolle, weil Gott kann alles.
Amen. Die Kombination aus Gottes Geist und dem Mensch schafft plötzlich etwas Neues, etwas nicht Dagewesenes. Wenn die Bibel sagt, wir sind Kinder Gottes. Alles, was in dieser Welt wichtig war, alles, was interessant war, wird plötzlich zweitrangig und verblasst. Denn wir sind plötzlich Gottes Eigentum. Nicht mehr unser Eigentum, wir sind Gottes Eigentum. Gott wohnt in uns. Amen. Wenn jemand in ein Haus zieht und es in Besitz nimmt und innen drin alles gestaltet, so wie er es haben will, dann kann er darüber bestimmen, was da passiert. Gehört ihm. Vor allem, wenn er es gekauft hat und so, ja. Es gehört ihm. Er kann Wände einreißen, er kann Möbel rausschmeißen, kann neue reinstellen. Es gehört ihm. Wenn du Gott erlaubst, in dein Leben einzukehren und in dir zu wohnen, dann ist dein Leib sein Tempel. Er kann reintun, was er will, und er kann rausschmeißen, was er will. Amen. Und manchmal schmeißt er Dinge raus, die uns wehtun. Unser Stolz, unsere Ehre, unser Ansehen. Wenn Gott das aufräumt, das tut weh. Das sind so diese alten Erbstücke. Ja, die will ich aber nicht hergeben, ne? Ich meine, die alten kaputten Sachen, wenn er die rausschmeißt, gut, endlich, dass einer aufräumt, ne? Aber es gibt wirklich Dinge, die wollen wir nicht hergeben. Aber ist dir bewusst, dass wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur. Du verfügst nicht mehr über dich selbst, sondern du hast es abgegeben. Ein Teil dieser neuen Kreatur bedeutet, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Und das ist gut so. Denn wenn ich Gott vertraue, weiß ich, ich bin in der Hand dessen, der alles perfekt macht für mich, der alles gut macht. Das heißt nicht, dass ich plötzlich ein vollkommener Mensch bin in den Augen der anderen. Nein, es heißt einfach, dass ich erstmal ein vollkommenes Kind Gottes bin, ohne Einschränkung. Ich gehöre ihm. Ich zitiere gerne Paulus, der dann immer sagt, ich bin ein Sklave Christi. Er kann praktisch über mich verfügen, wie er will. Es spielt keine Rolle mehr, was ich mal war. Es spielt keine Rolle, welche Bildung ich hatte. Es spielt keine Rolle, welchen Stand ich hatte, wo ich hingehöre. Es spielt keine Rolle, ob ich Mann oder Frau bin, ob ich gut aussehe oder nicht gut, ob ich stark oder schwach bin. Spielt keine Rolle. In Christus bin ich eine neue Kreatur. Ich bin sein Eigentum und er kann über mich verfügen, wie er will. Das beinhaltet eine neue Kreatur. Das ist nicht eine umerzogene alte Kreatur. Es ist nicht der anständig gewordene Mensch. Eine neue Schöpfung ist immer etwas, das es vorher nicht gab. Es bestand nicht die Möglichkeit. Durch Christus erst konnten wir zu dieser neuen Schöpfung werden. Aber wisst ihr, es beinhaltet auch, wir können nicht durch Umerziehung oder durch Zwang oder durch Überreden jemanden zu einer neuen Schöpfung machen. Das geht nicht. Es geschieht durch die Wiedergeburt im Herzen, durch Gott selbst. Nichts ist mehr so, wie es war. Nichts. Wenn du wiedergeboren bist, wird Gott dein Leben verändern und nichts wird mehr so sein, wie es war. Dein Handeln, deine Taten, dein Denken, alles wird sich verändern. Manchmal schnell, manchmal langsam. Es wird aber. Es wird auch nie wieder so sein, wie es war. Denn selbst wenn du dich zurücksehen würdest nach dem alten Leben, denkst du, das war ja so einfach und naja, ich musste nicht so heilig sein und ich durfte das und jenes. Wisst ihr, so, wir kennen wir aus Israel, ne? Sie kamen aus Ägypten raus, dann waren sie in Freiheit und haben sich daran erinnert, wie gut es doch in Ägypten war mit dem Fleisch. Glaub mir, wir Christen sind manchmal auch so. Wenn uns mal all das heilige Leben zu viel wird, erinnern wir uns daran, wie einfach es früher war. Es spielt keine Rolle, woran du dich erinnerst. Es wird nicht mehr so sein, wie es war.
denn der Geist Gottes in dir wird dich daran erinnern, was richtig und was falsch ist. Amen. Es ist so. Eine neue Kreatur kann nicht leben wie die alte. Denn sie braucht andere. Andere Bedingungen, andere Nahrung. Sie ist einfach anders. Du kannst einen Vogel in den Käfig einsperren und ihn daran hindern zu fliegen. Er bleibt immer ein Vogel. Und sobald er irgendwann in Freiheit kommt, wird er fliegen, wenn er seine Flügel noch gebrauchen kann. Nur wenn er verletzt ist oder sonst was. Ansonsten wird er fliegen. Er wird gehen. Hast du aber eine neue Art gezüchtet ohne Flügel, da kannst du ihn zwar Vogel nennen, aber fliegen wird er trotzdem nicht. Das heißt, diese neue Kreatur hat ein neues oder neue Art und Weise zu leben, zu denken, zu handeln. Das, was ihm jetzt entspricht. Wenn wir als Kinder Gottes eine neue Kreatur sind, verändert sich unser Denken. Amen. Wir denken nicht mehr wie die Welt. Wir lassen uns immer wieder noch dazu verleiten, so vom alten Menschen, wieder so zu denken wie der alte Mensch, aber das ist nicht unseres. Als die Jünger zu Jesus kamen und sagten, Herr, lass Feuer fallen auf die Städte, weil sie dich nicht angenommen haben, da sagt Jesus zu ihnen, wisst ihr eigentlich, wessen Geistes Kinder ihr seid? Erschreckend, ne? Das sagt er zu seinen Jüngern, nicht zu einander. Und da waren sie noch nicht geisterfüllt. Da waren sie ja noch im alten Leben. Als sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden, haben sie das nie wieder gesagt, ne? 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 15 und 16. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Mit anderen Worten, wenn Christus für mich gestorben ist, mich erkauft hat und ich mit ihm auferstanden bin, lebe ich für ihn und nicht mehr für mich. Es ist hart, denn oft leben wir für uns und versuchen es als Ehre für Gott zu deklarieren. Aber wir ehren Gott dann, wenn wir unser Ich aufgeben und tatsächlich komplett für ihn leben. Ganz wie er es haben will. Wie Gott vorhin einen Vers zitiert von einem reichen Jüngling. Das heißt, wenn Jesus zu dir sagt, gib alles auf, folge mir nach, dann stellt sich die Frage, lebst du dich für dich oder für ihn? Ja klar, manch einer kann sagen, ja, ich habe hier eh nicht so viel, kein Problem, kann ich schnell aufgeben. Aber was ist, wenn etwas ist, was dir so wichtig ist? Wenn du dich jahrelang in deinem Job hochgearbeitet hast und der Herr dir irgendwann sagt, gib's auf, ich will dich woanders. Und du siehst das Ziel schon greifbar vor dir. Mann, noch einen Schritt weiter und ich bin im Management der Firma. Herr, dann kann ich doch viel mehr für dich tun. Und der Herr sagt, gib's auf. Ich sage jetzt nicht leichtsinnig einfach aufgeben, sondern wenn der Herr dir ganz klar sagt, nein, ich will dich woanders, dann erinnere dich an diesen Vers und erinnere dich daran, wie oft du gelächelt hast über diesen Jüngling, der Jesus nicht nachfolgen wollte. Und dann wirst du merken, wie schwer es ist, etwas, was mein Leben lang gelernt und sich festgehalten hat, was man plötzlich aufgeben soll. Wie groß der Glaube ist. Also, Paulus sagt, wir leben hinfort für den, der für uns gestorben ist. Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Was heißt das? Nach dem Fleisch warst du vielleicht mein Cousin, mein Schwager, mein Onkel. Und jetzt sagt Paulus, nee, ich kenne dich nicht mehr. Nicht nach dem Fleisch. Es spielt nämlich keine Rolle, ob du mein Cousin, mein Onkel oder mein Schwager bist. Die Entscheidung, die jetzt zählt, ist, wenn du an Jesus glaubst, bist du mein Bruder. Wenn du an Jesus nicht glaubst, bist du ein Fremder, geistlich gesehen. Amen. Es spielt dann keine Rolle. Du kannst nicht zum Herrn kommen, an der Himmelstür stehen und sagen, ja Moment mal, meine drei Brüder sind auch drin. Ich gehöre zu denen. Es spielt keine Rolle, ob du zu jemandem gehörst. Wenn du nicht Jesus gehörst, bist du nicht im Himmel. Ganz einfach, oder? Und so hart. Aber wie gesagt, wir wollen ja nur die Glaubensgrundlagen heute ein bisschen machen.
Wir kennen also niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Das ist ein erstaunlicher Vers von Paulus, der sagt, ja, für die, die Christus als Menschen auf der Erde erlebt haben, ihr habt den Menschen gesehen. Aber das zählt nicht. Ich bin mir sicher, selbst wenn irgendeiner kommt in den Himmel und sagt, Jesus, Moment mal, wir waren doch im Kindergarten zusammen. Erinnerst du dich an mich? Wir haben nebeneinander gewohnt, wir haben Fußball gespielt. Ich habe dich auch gewinnen lassen. Spielt keine Rolle. So leid es mir tut zu sagen, was wir nach dem Fleisch gesehen und erfahren und erlebt haben, spielt himmlisch gesehen keine Rolle. Erst wenn wir in Christus sind, wenn wir Christus aufgenommen haben und er durch den Glauben in unserem Herzen wohnt, werden wir zu einer neuen Kreatur und dann gehören wir zu ihm und dann ist das Alte vorbei. Philipper 3, Vers 7. Da sagt Paulus diesen berühmten Vers. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Um Christi willen. Er hat eingetauscht seine Stellung, seine Privilegien, all seine Erkenntnis, alle Möglichkeiten, die er hatte, aber auch alle Selbstgerechtigkeit, alle Rechtfertigung, alles hat er abgelegt und sagt, all das ist nichts wert im Vergleich zu dem, was Christus mir gegeben hat. Nämlich die Möglichkeit, von innen heraus erneuert zu werden, ein neuer Mensch zu werden, eine neue Kreatur, etwas, was es vorher nicht gab. Stell dir vor, als Christus in dein Leben kam und du entschieden hast, sagen, ja, Herr, ich habe erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Ich habe erkannt, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich durch dich auferstehen darf und mein Leben jetzt ablegen darf für dich. Da geschieht in dir die Wiedergeburt. Und nichts ist mehr so, wie es war. Aber damit verbunden ist auch die Hingabe, dass wir lernen dürfen, ich gehöre jetzt Christus. Ich gehöre ihm. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, über die wir uns aufregen können. Aber wisst ihr, das ist nicht unser Job. Wir sind sein Eigentum, wir bauen sein Reich. Sein Reich, nicht unser Reich. Wann immer in deinem Leben Dinge kommen, wo du sagst, ich schaffe das nicht, erinnere dich daran, du bist in Christus eine neue Kreatur, ausgestattet mit Dingen, die übernatürlich sind. Amen. Wann immer in dir Stolz hochkommt, denk daran, Stolz ist ein Feind Gottes. Der gehört nicht zu dir. Denn es ist Christus in dir, der es vollbringt und nicht du selbst. Paulus sagte, wenn ich mich etwas rühme, dann rühme ich mich des Herrn. Dessen, der mich erfüllt, dessen, der mich fähig macht. Der, der für mich gestorben und auferstanden ist. Durch diese neue Kreatur verliert das Streben dieser Welt für uns jegliche Bedeutung. Amen. Ich weiß, manchmal sagt, ja, aber es ist doch nicht schlecht, Karriere zu machen. Stimmt. Es ist nicht schlecht, viel zu lernen, zu studieren, erfolgreich zu sein. Ist nicht schlecht. Aber wenn du es für dich machst und für deine Ziele, dann ist es dein Götzen und dann ist es schlecht. Aber zu sagen, Herr, ich bin bereit, alles, was du mir gibst, alles, was ich erreichen kann, will ich tun für dich. Um dich zu ehren, um dein Reich zu bauen, um dich zu verherrlichen, um das Evangelium hineinzutragen, wo immer du mich hinschickst. Wir lesen von Paulus, er hat sein Bürgerrecht nie bestanden, bis auf einer Sache.
als er sagte, ich muss das Evangelium zu den Königen und vor allem zu dem Kaiser bringen. Und er wusste, zu dem Kaiser kommt er nur als Bürger Roms. Er nahm sein Bürgerrecht nicht in Anspruch, um freigesprochen zu werden. Er nahm sein Bürgerrecht in Anspruch, um vor den Kaiser zu kommen, dem Kaiser das Evangelium zu predigen. Der Rest war ihm egal. Ob er stirbt für Christus oder nicht, war ihm egal. Er wusste, ich habe eine Möglichkeit und die nutze ich, um dem Kaiser das Evangelium zu predigen. Wenn du die Möglichkeit bekommst, Menschen das Evangelium zu predigen, dann tu, was immer dafür nötig ist. Glaub mir, auch die Menschen in der Chefetage brauchen Jesus. Amen. Denn ohne Jesus sind sie alte Kreaturen, die verloren sind. Und die Menschen auf der Straße brauchen auch Jesus. Und die Menschen an den Fließbändern brauchen auch Jesus. Also mach dir kein Kopfzerbrechen darüber, wo Gott dich hinstellt. Vielmehr fang an zu fragen, Herr, du hast mich neu gemacht, du hast mich geschaffen. Wo willst du mich haben? Es ist dein Reich. Wo willst du mich haben? Ich glaube, das war's, ja. Halt, müsst ihr anhalten, ja. Wenn du mal kurz tief durchatmest und sagst, so, ich bin eine neue Schöpfung. Hat Gott super gemacht. Und die nächste Frage wird sich stellen, Herr, was hast du mit mir vor? Wenn du etwas Neues machst, dann nicht, weil du Spaß dran hast. Als Gott den Menschen schuf, sagt er, lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild, damit er Gemeinschaft mit ihm hat. Er schuf ein Paradies und setzte den Menschen hinein, immer mit einem Ziel. Wenn Gott etwas schafft, hat Gott immer einen Plan und ein Ziel. Wenn Gott dich zu einem neuen Menschen gemacht hat und dich geschaffen hat, hat er einen Plan und ein Ziel mit deinem Leben. Und es stellt an uns heute und die Möglichkeit gibt er uns zu sagen, Herr, was hast du mit mir vor? Und da beginnt so dieser geistliche Kampf in uns. Das alte Ich, das Ego will manchmal eins und der Herr sagt dir, das brauchst du nicht. Kennt ihr das von Kindern, die sagen, ich will aber. Als Eltern sagt man, das sind die Trotzphasen. Ich weiß nicht, wann die aufhören. Bei Christen weiß ich das auch nicht so richtig. Ich glaube, es begleitet uns Menschen ein Leben lang, oder? Dieses Ich will aber. Gott sei Dank hat Gott Geduld ohne Ende. Ne? Amen. Aber er hat auch Liebe und Gnade ohne Ende. Und das Erste, was ich heute in unser Herz wieder neu hineinlegen möchte, ist absolute Gewissheit, dass wir erkennen, durch Christus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vorbei. Egal, was es war. Es ist vorbei. Und ich möchte dich dazu einladen, wirklich ganz bewusst heute vor Gott abzulegen. Nicht nur die schlechten Dinge, die man gerne ablegt, was ich am Anfang gesagt habe, sondern auch unsere eigenen Leistungen, unsere eigenen Erfolge. Das, worauf wir besonders stolz sind, dass wir es ablegen und sagen, Herr, wann immer ich mich über irgendetwas rühmen will, wenn ich auf etwas stolz sein will, dann möchte ich stolz sein darauf, dass du mich erlöst hast. Auf dieses geniale Werk, das du vollbracht hast, was vorher unmöglich war. Wir konnten nicht zu Gott kommen, bis Jesus sich am Kreuz für uns hingegeben hat. Das ist das, worauf wir stolz sein können in Ewigkeit. Es gibt nichts Vergleichbares. Alle unsere Leistungen im Vergleich dazu sind lächerlich. Amen. Es ist so. Ich möchte dich einladen, das abzulegen und dir bewusst zu machen, ganz neu. Ich bin in Christus. Was die Welt über mich sagt, ist zweitrangig. Was Menschen über mich sagen, um mich herum in der Familie, ist zweitrangig. Was ich über mich denke, ist zweitrangig. Das Entscheidende ist, dass ich in Christus eine neue Schöpfung bin und damit ein vollkommenes Kind Gottes. Und der nächste Schritt ist, dass ich sage, Herr, ich bin bereit, auch so zu leben.
Ich bin dazu bereit. Ich will keinen Krampf mehr haben, der sich hin und her pendelt zwischen dem alten Leben und neuen Leben. Nein, ich will als Kind Gottes, als neue Schöpfung leben. Ich will leben mit dem Bewusstsein, dass das Göttliche in mir immer und überall präsent ist. Ob Menschen mich sehen oder ob ich allein bin, das Göttliche in mir ist immer da. Der Geist Gottes ist immer da. Ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht, spielt keine Rolle. Gott ist immer da. Er ist in mir. Ob mein Glauben gerade riesengroß ist und ich Berge versetzen kann oder ob ich gerade gar nichts fühle, spielt keine Rolle. Gott ist in mir, denn ich bin eine neue Schöpfung, geschaffen durch seinen Geist. Denn ohne seinen Heiligen Geist wäre ich kein Kind Gottes. Und das ist etwas, woran wir festhalten dürfen, was in Ewigkeit bleibt. Darauf können wir uns stellen. Wisst ihr, und dann werden wir verstehen, warum so viele Menschen, selbst wenn man ihnen alles genommen hat und selbst hin bis Märtyrer tot sagen konnten, egal was ist, das gebe ich nicht her. Weil ich weiß, dass das mich in Ewigkeit trägt. Also lass uns daran festhalten. Und immer wenn du daran hörst, du bist eine neue Kreatur, denk daran, das Alte ist vorbei. Wenn Menschen dir was wegnehmen wollen, es gehört eh nicht dir, du bist gestorben, es gehört Gott, dann sollen sie sich mit Gott anlegen. Und er findet Mittel und Wege, für sich zu streiten. Keine Sorge. Wenn Menschen dich beleidigen wollen, dann beleidigen sie Eigentum Gottes. Verteidige dich nicht selbst. Das kriegt Gott alleine hin. Lass nicht Feuer vom Himmel fallen, ist nicht dein Job. Gib es ab und hab Vertrauen, dass Gott für dich sorgt und du bist sein Eigentum. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Lobpreisteam, komm nach vorne, wir singen noch ein Lied und dann haben wir Zeit. Schließ einfach mal deine Augen und ich möchte dich dazu einladen, in deinem Herzen selber heute ganz neu diese Entscheidung wieder festzumachen und sagen, Herr, ich gehöre dir. Durch deinen Geist hast du mich neu gemacht. Und ich bin heute Abend bereit, das Alte wirklich neu, ganz bewusst hinter mir zu lassen und nicht mehr festzuhalten, nicht mehr daran erinnern, sondern das Alte loszulassen mit allen Ansprüchen und frei zu sein für das, wozu du mich geschaffen hast. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha wirklich etwas geschaffen hast, was unvorstellbar war. Das, was vor Menschen unmöglich war, hast du getan. Du hast uns wiedergeboren durch deinen Geist, uns zu deinen Kindern gemacht und wir sind heute dein Eigentum, Herr. Und wir stehen hier als Gemeinde vor dir, Herr. Und möchten vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, wir sind dein Eigentum, Herr. Gebrauche uns, so wie du es haben möchtest. Führe uns dahin, wo du uns haben willst, Herr. Bau durch uns dein Reich, da wo es dir gefällt und wie es dir gefällt. Lass deine Herrlichkeit sichtbar sein, dass Menschen dich erkennen, dass sie dich sehen, Herr. Nicht um unseretwillen, sondern um deinetwillen. Und wo immer du uns dafür verwenden möchtest, wo immer du uns einsetzen möchtest, ja, da stehen wir bereit. Danke, dass wir das Alte ablegen dürfen, dass wir es hinter uns lassen dürfen und wissen dürfen, wir gehören dir. Und das, was dir gehört, darauf achtest du, Herr. Danke, Vater. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt in den Herzen, wo diese Gewissheit noch gefehlt hast, eine ganz neue Gewissheit hervorbringst. Ein neues Bewusstsein dafür, wer wir sind und was wir sind in dir, Herr. Dass wir all unsere Sorgen um die irdische Dinge ablegen können, es in deine Hände legen können und wissen, du meinst es gut mit uns. Du wirst uns versorgen, du wirst uns leiten, du wirst uns die Kraft geben. Du wirst uns alle Gesundheit geben, die wir brauchen, Herr. Unsere Aufgabe ist es, einfach nach deinem Reich zu trachten, deinen Willen zu tun und dich zu erheben. Danke, Herr. Dort, wo die Lügen der Vergangenheit Menschen hierher wirklich quälen,
Da, wo Minderwertigkeit und Ablehnung Menschen bindet, Herr, da möchte ich jetzt dein Wort hineinsprechen, dass mit dem Tod in dir das Alte vorbei ist. Ja, der alte Mensch war minderwertig. Der alte Mensch hat Fehler gemacht. Aber er ist gestorben mit dir am Kreuz. Und auferstanden ist göttliches, ewiges Leben in uns, dir zur Ehre. Und so wollen wir leben, so wollen wir handeln, so wollen wir reden und so wollen wir dich bekennen vor Menschen als deine Zeugen in Ewigkeit. Hab Dank, Herr. Amen.